Moin. Jo, Lippos. So, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Heute ist eh wieder die ganze Zeit am Nieseln. Ja, und da dachte ich mir, setze ich mich doch mal hin und mach mal bei deinem Giveaway mit und mach mal meine Messerschablone fertig. An alle, die es noch nicht wissen und die es interessieren sollte, ich werde in die Videobeschreibung mal den Link zu Lippos Video setzen. Und der hat halt ein Gewinnspiel gemacht. Da kann man soll eine Messerschablone anfertigen, ja, mit ein paar Daten und ein bisschen was dazu erzählen. Und die Leute, die da mitmachen, eine Videoantwort posten, ranhängen als Videoantwort auf sein Gewinner- bzw. Gewinnspielvideo, die kommen dann nachher in Lospott und wer gezogen wird, ja, dessen Messer baut er nach. Gut, und du glaubst gar nicht, wie lange sowas. Naja, doch, vielleicht glaubst du es ja doch, hast ja selber schon gemacht. Aber für das bisschen Gefunzel hier saß ich jetzt fast anderthalb Stunden. Hab's halt nicht am Rechner gemacht. Hab vieles verworfen, nochmal. Und das ist jetzt bei rausgekommen. Ja. Ich werde erstmal kurz ins Detail gehen und nachher nochmal das Messer im Ganzen zeigen, weil meine blöde alte Kamera nicht automatisch fokussieren kann und deshalb, ja, das ist die Schablone, aber die siehst du dann gleich nochmal. Und gut, dann kommen wir jetzt zum Messer. Das hat eine Gesamtlänge von 24,5 cm. Sie soll einen Flachschliff bekommen oder konvex, was du halt besser kannst, wo du dich wohler fühlen würdest, sofern ich gezogen werde, natürlich alles jetzt, alles hypothetisch. Wunschstahl wäre A2, den habe ich bei meinem Gunny und den finde ich wirklich super, den Stahl. Und 4 mm Klingenstärke, auf keinen Fall mehr. Die Klingenlänge wäre 10,5 cm, ist eine recht breite Klinge. Da hätte ich die Maße jetzt auch mal nehmen sollen, aber das sind knapp 4 cm, glaube ich. Dann, ja, dieses Ricasso hier ist mir ganz wichtig, einfach weil man dann das Messer dann nochmal kurz greifen kann. Und das finde ich super. Dann, die zwei Bohrungen sind für die Nieten, für die Holzgriffbeschalung. Olivenholz wäre toll. Dann haben wir hier die Bohrung mit einer 1. Die dienen zur Gewichtsreduzierung, also einfach, die sieht man ja nachher nicht mehr, wenn die Holzgriffschalen drauf sind, damit man noch mal ein paar Gramm los wird. Ja, Fangriemenöse, der Griff ist knapp 12 cm lang und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Ist mal abgesehen ja, von dem Ricasso hier, von der Fingermulde. Ziemlich schlicht, eher rund, gefällt mir aber ganz gut, sonst ja, hätte ich es ja auch nicht aufgezeichnet. Und ja, so sieht das Teil dann aus. Na, ich denke, ich brauche nicht nochmal ein extra, obwohl doch, ich melde mich gleich nochmal wieder. Also, Lippos, so soll es sein, langer Griff, dass wirklich all meine Pranken, meine Finger, meine ganze Pranke drum passt. Ein glatter Rücken, durchgehend, kleiner Guard, Fingermulde, breite, mäßig lange Klinge. Alles klar. Ja, wie gesagt, Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Macht mal mit. Das ist ja jetzt nicht so viel Arbeit gewesen. Hat zwar ein bisschen Zeit gekostet, aber hat auch Spaß gemacht. Und der Preis, wenn man denn gezogen wird, lohnt sich allemal, ein eigenes Messer zu bekommen. Deshalb mitmachen ist angesagt. Jo, das war's von mir. Die Sonne kommt gerade raus. Super cool. Richtig toll. Ich freue mich. Bleib gesund. Peace. Ich bin raus.